Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Beim letzten Mal hatten wir den Nateeber, ich glaube das war einer, und die Hyperzelle geholt. Und jetzt geht's weiter. Ich denke mal, ich muss zum Ältesten, oder? Wir kommen jetzt bestimmt in ein neues Gebiet. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Gebiet sein wird. Krass, neue Leute aufgewacht, oder wie? Safe, neue Mission. Schön, wenn wir eine Stunde in Xion verbringen. Ich habe jetzt auch diesen Dosendetektor. Ich bin voll gespannt, ob der funktioniert. Und wenn der funktioniert, wie er ausschlägt. Aha. Oh nee, wie kann mir das passieren? Engel, Engel, Engel. Als wäre nichts passiert, ne? Und jetzt? Dave, hallo, sieh dir das an. Was ist das? Ja, was ist das? Einen Moment. Fühlst du dich schon etwas leichter? Doppelsprung. Irgendwas ist wirklich anders. Doppelsprung freigeschaltet. Muss ich erst lernen? Ne, kann ich direkt. Königin der Arithmetikabzeichen. Wow, du hast echt drauf. Wie wär's mit einem schwierigen Rätsel? Habt ihr es? Könnt gerne miträtseln. 5005, sagst du? Zahlen zum Quadrat und dann subtrahieren. Oh, ist es das? 37 mal 37. Ja, kommt hin. Genie. Ja, gut. Ich hatte ja auch was gesagt mit Quadrat und so. Hatte halt jetzt... Tipp, der hätte mir auch einen Tipp gegeben. Habt ihr in Reviews gelesen, dass Story und Character Writing nicht so auf der Höhe sein sollen? Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also ich finde es sehr unrealistisch, dass Adam Eve immer in die Augen guckt. Das ist schon sehr unrealistisch, dass sowas bemängelt wird. Alter, das Ding ist komplett übersetzt und auch noch sehr gut übersetzt. Nicht Zelda-like mit einer Cringe-Zelda. In eine andere Region reisen. Ah, guck mal hier. Jetzt kann ich sowohl nach Eidos, nach Xion und Ödland. Okay, chillig. Designmuster Ödland-Abenteurer. Hm. 12 von 49. Die Dosen sind überall versteckt. Kann also auch in Eidos 7 noch welche sein. Das könnte ja witzig werden. Kryo Original. Was sagst du bisher zum Game? Finde es schon sehr einfach aus. Es hat, sagen wir mal, 80% der Zeit ist es sehr einfach, ja. Und 20%, ah nicht mal, 10% wird es ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich spiele auch auf Story-Modus und nicht auf normalen Modus. Na, man könnte sich natürlich auch nochmal künstlich schwerer machen, aber weiß ja, wie ich dazu stehe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wäre möglich. Hier geht es auch weniger darum, dass das Spiel besonders schwer ist. Also ich bin ja niemand, ich brauche ja keine schweren Spiele. Für mich ist ein gutes Spiel nicht schwer, das ist ja Unsinn. Also du kannst ja nicht sagen, dass ein schweres Spiel per se gut ist, das ist ja Unsinn. Es geht vielmehr darum, dass es Spaß macht beim Spielen und das habe ich übertrieben. Nanosu, der ist neu. Ödland-Abenteurer, den haben wir gefunden. Bauen. Ödland-Abenteurer. Sieht cool aus, ne? Sieht auch wieder wie eine richtige Frau aus. Mal etwas normaler, würde ich sogar sagen. Lösen Sie das Rätselpuls und überzeugen Sie sich von der Sicherheit unserer Ark. Vergesst keine Sorge, Ark-Tech verwendet ein einziges System, das sogenannte Pulssystem, das an der Ostseite der Ark installiert ist, gewährt Kunden mit den Zugangscode vergessen haben sicheren Zugang. Lösen Sie das Rätsel des Pulssystems und überzeugen sich selbst von der Sicherheit. Unten links sind die Buchstaben. Und der Tipp ist, dreh dich Xion im Uhrzeigersinn. 2000 Jahre später. Okay, hier ist das Rätsel. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. 0 U-K-A-E-R. Wenn man sagt, Xion, dreh dich. Wenn das stimmt. K-A-E-R. Tatsächlich, das ist es. Vielen, vielen Dank, Anrik. Oh ja, genau hier. Sport in Gelb. Sieht cool aus. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Let's go. Richtung Matrix 11. Das könnte Wüste sein oder sowas. Aber nicht sicher. Ja. Und wenn alles klar, dann bringe ich dich nach Matrix 11. Bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Ob es jetzt schlauchig ist oder ob es wieder so open-worldig ist wie hier im Ödland. Ödland müsste ich jetzt eigentlich so gut es geht abgeschlossen haben. Kann gut sein, dass ich hier und da vielleicht noch eine Dose vergessen habe. Das gucke ich dann später noch. Aber Ödland müsste eigentlich auch storymäßig so weit möglich alles abgeschlossen sein. Ja, wüstig, habe ich mir schon gedacht. Weil es gibt da irgendwie was mit Sandsturm und so. Aber von Ödland in Wüste.
Ich hätte lieber so ein Wiesengebiet, Grasgebiet, so Graslandschaft, sowas finde ich schön. So Ödland und Wüste ist nicht so das Setting, was ich mag. Ist natürlich so Endzeit-Setting-mäßig ganz cool. Karg und so. Mit allem kaputt und sowas. Aber ja, ich mag es lieber grün und saftig. Okay, so sieht die Karte aus. Great Desert. Okay, es ist tatsächlich eine Wüste. Okay, scheint irgendwie so eine unterirdische Magnetbahn zu sein. Oh, eine unterirdische Bahn auf jeden Fall. Aber ich meine, man könnte auch oben in der Wüste langlaufen. Zumindest klingt eine Mission so. Okay. Moment. Oh nein, mein Flayer, wie die heißen. Läuft der jetzt mit rum? Ich wusste es. Tina benutzt eine Leiche als Wirt. Eine Leiche als Wirt. Das ist echt ein bisschen widerlich. Oder nicht nur ein bisschen widerlich, das ist ultra widerlich. Ja. Einer von 10, okay. Totenschädel. Genau solche Viecher muss ich killen für eine Mission, okay. Ich habe noch nie einen gesehen, der so etwas macht. Wir werden vermutlich noch mehr von denen sehen. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht, war echt widerlich. Aber ich muss da 10 Stück killen für Missionen. Was ist das denn? Das sind Spuren von Menschen. Seht ihr das Rote? Ich frage mich, ich hab da hinten auch einen Lizard gesehen. Oh! Alltag-Strickkleidchen. Leute. Das liebe ich. Design. Kann ich mir leider nicht angucken. Wenn hier nicht ein Bossgegner kommt, weiß ich ja auch nicht. Sieht doch voll wie Bossgegner aus. Leuchtfeuer. Wunderbar. Die Straße endet hier. Mein Sohn Gebiet. Aber das Signal vom Kern führt zu der Straße da oben. Ich würde wetten, danach kommt der Boss. Und jetzt können wir, Leute, den Suit uns angucken. Bin ich sehr gespannt, wie der aussieht. Strick klingt ja erstmal cool, glaube ich. Strick irgendwas. Hier, Omnivolts, habe ich ja gesagt. Verbessern. Ich glaube, das ist die letzte Verbesserung. Auf 4 Sockel. Ich glaube, mehr geht nicht. Ja, maximale Verbesserung. Sehr cool. Und Nanosuit, das ist der neue. Alltagsstrickkleidchen. Gucken, wie das aussieht. Ausrüsten. Oh, sieht cool aus. So, jetzt kommt der Boss. Okay. Seid alle bereit. Der Alpha-Nativer. Da ist er schon gekrabbelt. Das ist so ein Krabbelvieh. Okay. So ein Lizard. Wieso haben die immer so eine Säge auf dem Kopf? Ist das nicht sogar der aus der Demo? Also ähnlich. Pescher. Geile Musik wieder. Völlig am Schallern. Die Attacke ist aber auch einfach so stark, ey. Weg mit dir. Kommt jetzt wieder ein Quick-Time-Event? Ja. Der war einfach. Ich habe mich nur einmal geheilt, immer nur aus Safety-Gründen. Bam. Hescher besiegt. Einfach unglaublich. Und ich glaube, das hier ist wieder sein Alpha-Kern, ne? Warte. Oh, ich wollte mich doch umgucken. Aber gut, das ist der Alpha-Kern. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Schubfähigkeit. Und einen Waffenkern bekommen. Schildverstärkung. Erhöht maximale Schildkapazität. Was hat es damit auf sich? Oh! Okay. Let's go! Schubfähigkeiten. R1 plus 3 plus die Sachen. Springen in die Luft, zersperrt Gegner mit Schubenergie. Verheerender Klingst. Oh mein Gott! Das hier ist ein... Ein Boost, fragt sich, wie lange der hält. Junge, wie geil. Schubfertigkeiten. Okay, den werden wir hier einmal zurücksetzen. Weil hiervon benutze ich jetzt nur noch den, den ich auch nutze. Und das ist der hier, den finde ich immer noch cool. Ihr findet ja eigentlich mein neues Outfit. Ich habe noch 2 Petto, die ich gefunden habe und bauen kann. Oh, hier können wir die Nano-Suits machen. Da habe ich Bock drauf. Geil. 2 neue Nano-Suits am Start noch, die ich gefunden habe.
Direkt bauen. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Erstmal Trinksystem verbessern. Klar, noch ein Trank mehr ist cool. Nanosuits. Alltagsglücksfrosch. Okay. Okay. Und Alltagsoutfit. Oh, das ist auch cool. Das ist cool. Oder? Das Outfit ist cool. Soll man ihr und so unter den Rock gucken können? Dann werden sich einige wieder aufregen mit der Knappheit. Ach, glaubst du, dass sie sich darüber aufregen? Also, wenn die... Das Spiel ist so doll sexualisiert, dass du hier... Dass da... Ich glaube nicht, dass man sich darüber aufregen wird. Ist das ein Alpha? Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Nee, ist kein Alpha. Nee, das ist kein Alpha. Das ist einfach nur ein richtig, richtig fetter Boy. Den habe ich nicht kommen sehen. Oha. Ich werde auf jeden Fall mal meinen Boost nehmen. Au. Ah ja, ich habe jetzt Schubfertigkeiten, für die das nicht wussten. Junge, ich mach den so fertig, Digga. Ich bin so stark. Oh, cool. Wenn du die Fähigkeit und so hast. Ja, klar, seine Waffe. Perfekt. Wenn du die Fähigkeiten hast und reinkommst ins Kampfsystem, hast richtig Bock. Ausweichen, direkt wieder angreifen, staggern. Übel nice. Das war auf jeden Fall kein Alpha. Okay, Abfahrt. Ab zum Nativer. Ja, wir haben es endlich geschafft. Seht ihr den Rauch oder den Sand oder was es da ist? Sieht aus wie ein Mensch, der noch lebt. Das safe Tucky, ich sage es euch. Was machen wir? Ist es. Wir müssen sie vor der Kante. Ist es. Wusste ich doch. Aber die hat ein cooles Schwert. Ich will das Schwert haben, Mann. Nein. Ich finde es echt doof, dass wir immer nur das gleiche Schwert haben. Mal so ein bisschen Variety finde ich halt echt nicht schlecht. Das wäre bestimmt ein heftiger Kampf. Alter, machst gut Schaden. Sehr cool. Die zögert aber auch nicht, die zu killen. Alpha-Kern raus. Schön. Es hat sich einfach der Alpha-Kern fallen gelassen. Tucky? Na, Tucky, wusste ich ja schon, ne, dass man gegen die kämpfen musste. Durch die Trophäe. Zurück in Xion. Im äußersten. Okay, jetzt geht's ab in die Wüste. Okay, Leute. Ich denke mal, Alpha Netio besiegt, viele Outfits gefunden, Matrix 11 komplett durchgegangen, ein bisschen Ödland noch gehabt. Das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein.